Hallo Menschen, heute möchte ich über Moby Dick reden. Ich habe ja schon mal dezent angedeutet, dass ich dieses Buch nicht sehr mochte. Und jetzt kommt die Begründung, warum. Ich muss vielleicht vorher sagen, dass ich von unglaublich vielen englischsprachigen Booktubern gehört habe, wie großartig sie dieses Buch fanden. Dass es quasi schon ein einschneidendes Leseerlebnis für sie war. Das wollte ich eben gerne nachempfinden. Was ich von Moby Dick selber wusste, war eigentlich wirklich nur, dass es da wohl einen Kapitän Ahab gibt, der aus Rache den weißen Wal Moby Dick töten möchte. Das war alles, was ich von der Geschichte kannte. Ich wusste allerdings durch diese Rezension auch noch, dass so ungefähr 70% des ganzen Buches jetzt nicht die Handlung erzählen, sondern eher so Ausschweifungen zur Geschichte des Walfangs und eben wie man den Wal dann ausweitet und sowas sind. Das heißt, ich habe damit gerechnet, dass es nicht sehr schnell vorangeht und war erschüttert, wie langsam es voranging, muss ich zugeben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Auf Seite 1 des Buches, oder zumindest erste Seite, erstes Kapitel, erfahren wir, dass der Ich-Erzähler Ishmael auf einem Walfänger anheuern möchte. Und das ist auch das ist sein nächstes Ziel, das ist das, was er jetzt tut. Er macht nichts anderes mehr zwischendrin. Und erst auf Seite 100 sehen wir überhaupt dieses Schiff und da ist er noch lange nicht drauf. Und auf Seite 156 treffen wir endlich mal Ahab. Von Moby Dick will ich gar nicht erst anfangen, der kommt gefühlt 10 Seiten vor Schluss. Und das Problem ist jetzt aber auch, dass ich diese eher langatmige Erzählweise mit auf eine sehr ungesunde Art und Weise mit der pathetischen Gedankenwelt des Ich-Erzählers verbindet. Ständig fängt er an zu reden, ja, wir sind ja die Walfänger, wir sind die Tollsten, denn wir bekämpfen den Leviathan. Und ihr seid doch alle neidisch, ihr wollt auch so sein wie wir, weil wir sind ja sowieso die Coolsten. Oder ein anderes Beispiel, er betritt da mal eine Kirche und an der Wand hängen so Gedenktafeln für auf der See oder direkt beim Walfang Verstorbene. Und ganz kurz wird es ihm mal mulmig und er denkt so, oh, ist das eine Vorausdeutung? Und in der nächsten Sekunde geht schon wieder los mit, ach, na, ist doch egal, dann sterbe ich halt. Denn wenn ich beim Walfang sterbe, ist das doch das Beste, was mir passieren kann. Und Jesus wird mich mit einem Küsschen links und rechts begrüßen, denn ich bin ja beim Walfang gestorben und das ist toll. Und auf die ähnliche Weise, nur in die andere Richtung, wird Moby Dick eben immer so unglaublich negativ beschrieben. Also, dass er direkt hinterhältig ist und quasi so aktiv bösartig. Und wenn mir irgendjemand 10 Harpunen in den Leib rammt und ich dann umdrehe, um die alle zu zerschmettern, dann bin ich nicht besonders bösartig, sondern einfach nur normal, meiner Meinung nach. Und das ist halt auch so mein Problem, glaube ich, mit der Grundgeschichte. Da ist dieser Kapitän Ahab, der sein ganzes Leben lang Wale tötet. Und dann denkt sich irgendwann mal so ein Wal, nee, mit mir nicht, dreht um, reißt ihm das Bein ab und dann schwört Ahab ewige Rache, denn dieser böse, böse Wal hat es gewagt, zurückzukämpfen. Also ich muss auch zugeben, dass wahrscheinlich die Form des Abenteuerromans absolut nicht mein Genre ist. Ich habe auch nie mitgefiebert, mir war das egal bis nervig und von der Grundgeschichte wahrscheinlich einfach nicht mein Stil. Was dieses Buch durchaus kann und meiner Meinung nach dann allerdings auch wieder zu oft tut, das sind so Dinge wie Symbolismus, Vorausdeutungen, Metaphern, also nicht nur die sprachlichen Metaphern, sondern dass direkt ganze Handlungen eigentlich für etwas anderes stehen. Auch so religiöse Verweise, mythologische noch dazu und allgemein so Allegorien. Und dementsprechend ist auch die Sprache, wenn sie nicht gerade so wissenschaftliche Exkursionen macht, sehr, sehr blumig, metaphorisch aufgeladen. Ich gebe euch ein Beispiel, wo über Ahabs Sozialleben geschrieben wird. Ahab lebte unter den Leuten als Fremdling, wie der letzte Grizzlybär im kolonisierten Staate Missouri. Wenn Frühling und Sommer vergangen sind, verkriecht er sich brummend in einem hohlen Baum und saugt an seinen Tatzen, bis der Winter vorüber ist. So hauste in den öden, sonnenlosen Tagen ihres Alters Ahabs Seele in ihrer knorrigen Hülle und zehrte verdrossen an ihrem Kram. Also, manchmal kann mich das begeistern. Es war eine sehr, sehr volle Sprache und an anderen Stellen war mir das schon wieder einfach zu viel. Und zu viel ist auch einfach
eine allgemeine Beschreibung, die meine Meinung zu diesem Buch sehr, sehr gut wiedergibt. Ich würde mich da dem Manual of American Literature anschließen. Das Zitat habe ich jetzt aber auch nur von Wikipedia, ich lese es euch mal vor. Es behauptet, Moby Dick sei ein unausgeglichenes Werk von übertriebener Länge und mit teils bemühtem Stil. Und es trifft meine Meinung zu diesem Buch unglaublich gut. Ein zweites, was ich noch erwähnen will, ist so die Inkonsistenz in der Erzählweise. Ich habe ja schon gesagt, dass es ein Ich-Erzähler ist und der beschreibt manchmal Dinge, die er nicht mitbekommen haben kann. Und dann kommt es mir manchmal so vor, als hätte Herman Melville das mitgekriegt und fügt dann manchmal so Monologe ein. Aber das passiert, glaube ich, nur zweimal im Buch mit zwei unterschiedlichen Charakteren. Und ich fände das in Ordnung, die Perspektive zu wechseln, wenn das halt konsequent durchgeführt wird. Wenn immer, wenn der Ich-Erzähler etwas nicht wissen kann, eben die Perspektive wechselt. Aber das ist komplett inkonsequent durchgezogen. Was mich sehr aufgeregt hat beim Lesen. Und was ich am Ende, ich möchte auch noch was Positives nennen. Ja, es stimmt, dass dieses Buch eine mehr oder weniger interessante Milieustudie so des ganzen 19. Jahrhunderts ist. Also es werden nicht nur die Walfänger beschrieben, sondern es geht auch noch um das große Drumherum. Und es schreibt ja auch so Themen wie den Kampf gut gegen böse. Und aufs Ende hin ist auch nicht nur noch dieses, ja, wir Menschen sind alle toll, sondern es geht durchaus darauf ein, dass der Mensch halt mit einer unglaublichen Herrschsucht immer die Natur niederringen möchte und zum Beispiel auch immer ausgeklügeltere Verfahren zum Jagen von Walen halt zum Beispiel sich ausdenkt, dass es immer darum geht, alles für sich nutzbar zu machen. Und das beschreibt ja durchaus auch, dass auch Ahab von seinem Wahn eben beherrscht wird. Das heißt, es gibt gute Ansätze, aber meiner Meinung nach nicht mit dieser Erzählweise. Also da gibt es auch einfach so viele andere Klassiker, die das besser machen. Und im Endeffekt sind diese 660 Seiten, ich bin so frei und drei ist Verschwendung. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich euch nicht empfehle, dieses Buch zu lesen. Lest von mir aus alle anderen Klassiker, lest den neuesten Erotikroman, ist mir scheißegal, aber lest nicht Moby Dick, das lohnt sich nicht. Und prinzipiell war das einfach nur eine Bestätigung dessen, was ich dachte, schon längst gelernt zu haben, nämlich, dass es sich nicht lohnt, Bücher auf Teufel komm raus durchzuziehen, nur weil die ganze Welt behauptet, man müsse es gelesen haben. Ich habe eigentlich eine 100-Seiten-Regel, nach der ich dann Bücher abbreche, wenn sie mich nicht begeistern, weil es sich nicht lohnt. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele gute Bücher ich in der Zeit hätte lesen können, und ich meine auch nicht, dass Bücher mir unbedingt immer Spaß machen können, sie können durchaus auch anstrengend sein, aber sie müssen mir am Ende irgendetwas geben, und das ist bei Moby Dick nicht einmal im Ansatz geschehen. Insofern von mir ehrlich gesagt eine absolute Nicht-Lese-Empfehlung. Es gibt viel, viel, viel bessere Klassiker und ihr dürft natürlich machen, was ihr wollt. Es würde mich unglaublich interessieren, wer von euch vielleicht Moby Dick gelesen hat, ob ihr daraus etwas nehmen konntet, ob euch das auch so verändert hat, wie das so mehrere englischsprachige Booktuber gesagt haben, aber für mich war es absolut nichts. Muss auch mal sein. Naja. Danke fürs Zuhören und dann sehen wir uns beim nächsten Video.